kam das Model in zerknitterter Kleidung zum Shooting. Es ist nicht weiter tragisch, es bezahlt für den Mehraufwand bei der Retusche und der Rest erledigt die Frequenztraining für Faule. Den Link zu dem Übungsbild findet ihr unter diesem Video. Ich dupliziere das Ausgangsbild Steuerung J, Command J und nenne diese Ebene Texturen. Ein Doppelklick drauf und ich schreibe Texturen. Auf dieser Ebene sollen nur die Texturen bleiben. Ich gehe zu Filter, sonstige Filter, Hochpass. Jetzt muss ich den Radio so auswählen, dass ich so gut es geht die Texturen sehe und so wenig wie möglich die Falten. In unserem Fall, das ist ca. 5 Pixel und ich klicke auf OK. Ich vergrößere das Bild. Ich nehme den Kopierstempel und entferne diese Falten. Ich halte Alt- oder Option-Taste gedrückt, klicke auf das Bild und male über die Falten. Somit kopiere ich die Texturen und füge ich die dort, wo die Falten sind. So, die Texturen sind jetzt vorbereitet. Ich ändere den Füllmodus auf ineinander kopieren und erstelle eine neue leere Ebene unter der Ebene Texturen. Ich nenne diese Ebene Farben. Dann halte ich die Alt- oder Option-Taste gedrückt und klicke zwischen diesen zwei Ebenen. So bekomme ich eine Schnittmaske. Mit der Schnittmaske kann man den Inhalt der Ebene Texturen anhand der Inhalt darunterliegenden Ebene beschränken. Das ist wie eine Maske. Ich nehme den Pinsel, vergrößere das Bild, halte Alt- oder Option-Taste gedrückt und wähle die passende Farbe aus. Die Pinselspitze sollte weich sein, also die Härte ist 0% und der Fluss ungefähr 10-15%. Nun male ich über die Falten. Hier unten erhöhe ich den Fluss bis zu 20% und male nochmal. Die Texturen bleiben, schaut mal, mit den Texturen ist gar nichts passiert. Und wir haben die Falten ratzfatz beseitigt. Je mehr Farben auf einem Bild zu sehen sind, desto unruhiger wirkt es. Als Beispiel habe ich dieses Bild genommen. Über eine Farbharmonie kann man hier nicht wirklich sprechen. Schaut mal, wie viele Farben wir hier haben. Man sagt, dass man für die perfekte Farbharmonie nicht mehr als 3 Farben nehmen soll. Sollte es passieren, dass Ihr Bild viel zu viele Farben hat, reduziert deren Anzahl, indem ihr das Bild umfärbt. Danach wird das Bild viel harmonischer. Für fortgeschrittene Nutzer empfehle ich, die Farbharmonien anzuwenden. Wenn ihr mehr zu diesem Thema erfahren möchtet, schreibt in den Kommentaren das Wort Farbe. Oder schaut euch die Videos aus meiner Farbkorrekturliste. Und wenn für euch die Farbkorrektur und Color Grading besonders wichtig sind, dann schaut euch meinen Kurs Color Grading Farbemotionen an. Dort gebe ich detaillierte Anweisungen, wie man Color Grading oder Farbkorrektur macht. Das ist mein Bestsellerkurs und schon viele haben ihn gelobt. Es gibt 3 Möglichkeiten, solche Glanzstellen zu reduzieren. Man darf sie nicht vollständig entfernen. Wenn ihr erfahrene Photoshop-Nutzer seid, dann greift zu der Frequenztrennung. Ich starte die Aktion. Übrigens, den Link zu dieser Aktion findet ihr unter dem Video. Hier haben wir 3 Ebenen. Ganz oben liegt die Ebene mit Texturen, dann ganz unten die Ebene mit Farben und dazwischen einfach eine leere Ebene. Drauf werde ich auch malen. Ich nehme einen Pinsel. Weich, die Härte gleich 0,
und der Fluss ist ca. 2-3%. Ich halte die Alt- oder Option-Taste gedrückt und wähle eine passende Hautfarbe aus. Nun male ich vorsichtig drüber. Ihr entscheidet selbst, wie stark muss man diese Glanzstellen korrigieren. Das war vorher und das ist nachher. Vorher und nachher. Stop. Sollte die Variante für euer Bild nicht optimal sein, dann zeige ich gleich eine zweite Option. Aber zuerst möchte ich euch bitten, meinen Kanal mit Likes und Kommentaren zu unterstützen. Denn nur so wird YouTube meine Videos weiterempfehlen. Danke. Und weiter geht's. Ich halte also die Alt-Taste gedrückt oder Option-Taste und klicke auf die Hautfarbe, um diese aufzunehmen. Dann erstelle ich eine Farbfläche-Ebene. Die Farbe, die wir vorher ausgewählt haben, wird gleich angezeigt. Also klicke ich einfach auf OK. Ich aktiviere die Maske, indem ich draufklicke, invertiere diese STRG Command I, nehme einen Pinsel, weiße Farbe, die Pinselspitze sollte weich sein und der Fluss ist ca. 10%. Und ich male drüber. Das Vorher und Nachher. Aber das ist noch nicht alles. Ein Doppelklick auf diese Ebene und ich werde die Mischen-Wenn-Funktion nutzen. Ich halte die Alt- oder Option-Taste gedrückt und teile den Schattenregler in zwei Teile auf. Ich verschiebe einen Teil nach rechts und hole somit die Schatten zurück. Nun klicke ich auf OK. Die Mischen-Wenn-Funktion ist super praktisch und ich nutze sie fast bei jeder Retusche. In diesem Video habe ich über diese Funktion bereits erzählt. Irgendwo hier oben füge ich einen Link zu dem Video hinzu. Die dritte Möglichkeit ist die Luminanzmaske. Die Luminanzmaske kann man auf verschiedene Art und Weise erstellen. Ich nutze dafür TK Luminosity Mask Panel. Sie ist kostenlos und man findet sie über das Menü Plugins. Plugins durchsuchen. Ich klicke hier drauf und ich suche einen passenden Helligkeitsbereich, indem ich auf diese Buttons klicke, zum Beispiel Nummer 3 und ich erstelle daraus eine Auswahl, indem ich auf diesen Button hier klicke. Wie das Panel funktioniert und wie man sie verwendet, erzähle ich in diesem Video. Schaut euch das Video an. Das Panel ist wirklich gut, nützlich und kostenlos. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, welche Panels ich nutze, welche besonders gut sind, dann schreibt in den Kommentaren und ich drehe ein Video zu diesem Thema. Nun machen wir weiter. Wir haben eine Auswahl. Und nun erstelle ich die Farbfläche-Ebene. Um die Farbe auszuwählen, klicke ich auf die Haut. Je heller die ausgesuchte Farbe, desto heller wirken die Glanzstellen. Seht ihr? Also sollten wir eine dunklere Variante aussuchen. Übrigens, wenn wir zu dunkle Farben auswählen, werden die Highlights grau. Und das sieht unnatürlich aus. Also zurück, ungefähr so, und ich klicke auf OK. Vorher und nachher. Das ist ein bisschen zu viel. Ich korrigiere die Farbe. Nochmal vorher und nachher. Das neue Entfernen-Werkzeug kann uns jetzt helfen, sehr schnell und präzise die BH-Träger oder etwas Ähnliches zu entfernen. Ich erstelle eine neue Ebene, indem ich auf das Symbol herklicke, nehme das Entfernen-Werkzeug. In der oberen Optionsleiste sollte alle Ebenen aufnehmen aktiviert sein. Und ich male, vergrößere die Werkzeugspitze und male über die BH-Träger. Sollte etwas nicht perfekt sein, malen wir einfach nochmal drüber. Das Werkzeug entfernt in diesem Fall schneller und akkurater als der Kopierstempel oder der Reparaturpinsel. Mit diesem Werkzeug kann man im Prinzip relativ große störende Objekte sehr schnell entfernen. Ich erstelle wieder
eine neue Ebene, indem ich auf das Symbol hier klicke und male erstmal über den Griff. Ich nehme das Werkzeug, das Entfernen-Werkzeug und male über den Griff. Der Schatten sollte auch nicht vergessen werden, also male ich hier drüber. Hier korrigiere ich noch ein bisschen. Und jetzt male ich über den Eimer und über den Schatten. Oder ich möchte die Wand reparieren. Und ich male einfach drüber. Und fertig. Es geht definitiv schneller als die Renovierung bei mir zu Hause. Und wenn wir schon dabei sind, dann kann ich euch das Werkzeug auch bei der Entfernung der fliegenden Härchen empfehlen. Ich habe sehr viel getestet und das Ergebnis ist viel besser als bei einem Kopierstempel oder dem Bereichsreparaturpinsel. Ich zeige, wie das Ganze funktioniert. Ich male drüber und voilà! Diese Härchen sind weg und die anderen werden optimal miteinander wieder verbunden. Schaut mal, ganz einfach und unkompliziert. Wer schon einmal ein Kleid mit Pailletten retuschiert hat, wird das Entfernen-Werkzeug zu schätzen lernen. Man malt einfach drüber. So, ich erstelle wieder eine neue Ebene, nehme das Entfernen-Werkzeug und male einfach drüber. Schaut mal, wie schnell das geht. Einfach super. Man malt einfach drüber und schon ist die Arbeit getan. Das Werkzeug funktioniert zwar sehr gut, aber es ist dennoch nicht ideal. Ab und zu muss man danach andere Werkzeuge nutzen, um das Ergebnis anzupassen. Wenn ihr noch mehr Tipps sehen möchtet, dann schaut euch das Video an. Das waren ein paar kleine Tipps, die euch hoffentlich helfen werden, die Bilder noch besser zu bearbeiten. Und ich verabschiede mich und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!